Okay, wir machen jetzt mal was Neues. Und zwar schauen wir uns mal so ein komplettes Match an, von A bis Z. Und ich rede ein bisschen drüber, über meine Gedankengänge und was ich mir so gedacht habe bei der ganzen Geschichte. Schauen wir auf die Karte. Ach nee, wir können die Karte nicht aufmachen, echt? Können wir nicht. Ist auch wichtig am Anfang, wo ihr landet. Kann mal kurz zurückschauen. Hier seht ihr, ich bin ziemlich alleine, ne? Ich lande ziemlich alleine. Die meisten kommen, glaube ich, hier in den Städten irgendwo raus. Ist am Anfang ganz praktisch, wenn ihr Solo spielt. Es ist ein Solo-FPP, aber nicht Ranked. Also ganz normales, in Anführungsstrichen. Genau, wir machen die Geschwindigkeit mal ein bisschen schneller. Dann seht ihr, dann könnt ihr besser sehen, was ich so fabriziere am Anfang. Schnell ein bisschen rumlooten. Schauen wir mal, während ich hier so fleißig vor mich hin loote, was so um mich rum abgeht. Nix, ne? Ich bin allein in der ganzen Ecke. Wichtig bei sowas, schaut, wenn ihr landet, ob noch jemand anderes da ist. Wenn ihr nicht extrem schwitzige Spieler seid, dann, und es landen Leute nah bei euch, insbesondere wenn es ein anderes Team ist mit irgendwie ultra hohem Skill, verzieht euch einfach. Schnappt euch das Auto und fahrt weg. Ja, hilft ja nichts. Bevor ihr das sofort ins Gras beißt, für Überlebenssekunden bekommt ihr Punkte in dem Game. Und für jede Minute, die ihr lebt, kriegt ihr Punkte. Deswegen egal. Einfach abhauen, wenn es euch zu dumm wird. Im Idealfall auf eine Art und Weise, dass man euch nicht mitkriegt. Das ist übrigens eine Location, in der kann man echt gut looten. Da gibt es immer schöne Sachen. Gut. Seht ihr, ich loote so für mich hin. Vielleicht kann man mal sehen, was ich... Ich habe eine Mini und eine Tommy. Hier in der Ecke, hier ist immer echt guter Loot. Also hier rentiert es sich vorbeizuschauen. Allerdings wichtig, nur wenn ihr euch sicher seid, dass ihr alleine seid. Ich spiele, wie gesagt, hier jetzt gerade Solo. Und ihr seht, die ersten Bots werden gekillt. Scheinen, obwohl es kein Casual war, jetzt schon einigermaßen viele Bots auch zu sein. Ja, das sieht auch nach Bot aus. Genau, hier weiter looten. Ich bin echt vollständig allein hier drin. Das ist echt crazy. Das ist echt verrückt eigentlich, wenn man sich's überlegt. War aber auch relativ weit ab von der Flugbahn. Also, genau, schauen wir mal. Wer ist denn sonst? Ist bei mir überhaupt noch jemand? Ich bin so weit... Ja, doch, sind noch... Vier sind innerhalb der Aufnahmezone. So, ich habe die Mini. Weiter wird gelootet. Mini ist übrigens eine ziemlich geile Waffe. Für so... Also ich persönlich finde die Mini nicht schlecht. Wenn ich die Wahl habe zwischen der Mark 12 und der Mini, schwer für mich zu sagen, echt. Weil... Die Mini hat halt so eine ultraschnelle Fluggeschwindigkeit von der Kugel und da muss man nicht so viel vorhalten, etc. Und die, ja, also ich persönlich finde die Mini super. Wenn ihr im Liegen spielt, ist die Mark 12 besser, weil die natürlich ein Zweibein hat. Aber, ja. Da chill ich gerade. Wahrscheinlich wurschtel ich da irgendwie in den Einstellungen rum. Macht diese Skins von der Pfanne runter. Ihr seht es kilometerweit. Also ich würde die Skins von der Pfanne runter machen. Ich finde es nur so lustig, weil wenn du die Pfanne dran hast, dann, dann und die Gegner schießen drauf, kriegt ihr keinen Schaden, weil die Pfanne einfach unendlich viel Schaden aushält. So, der Rest rennt zu seinem Moped. Erstmal Skin dran. Würde mal als Profi natürlich auch nicht machen. Boah, ich kann so schnell gar nicht hinterherfliegen. Wahnsinn. Ich hatte es recht weit in die Zone rein, deswegen musste ich einmal quer über die Karte fahren. Witzig, ich glaube, das ist jetzt neu. Man kann um 180 Grad sich drehen und auch ganz nach hinten schauen. Ich weiß nicht, ob das nur beim Motorrad so ist, aber ich war der Meinung, dass man früher in der FPP-Perspektive sich nur um 180 und nicht um 360 Grad drehen konnte. Egal, again what learned, weiter geht's.
Ja, die Ducati ist nicht schlecht. Die Ducati hat wirklich, die klebt am Boden richtig gehen. Ich persönlich finde die super. Motor ausmachen. Mit der Ducati könnt ihr, oder generell mit dem Motorrad, könnt ihr ultra weit rollen. Da müsst ihr nicht, könnt ihr den Motor die meiste Zeit auslassen. Da unten sind ein paar. Ich weiß, da habe ich ihn gespottet. War ein bisschen komisch, war ich nicht drauf. Okay, jetzt habe ich ihn. Rechts war noch einer. Ich versuche ihn zu spotten. Ich habe es ja gehört, dass da noch Action abgeht. Aber ich sehe keine mehr, ne? Wenn ich keine sehe, dann... Nachdem ich jetzt meine Position hier verraten habe, kein Schalli an der Mini, rentiert sich's nicht, an einem Ort stehen zu bleiben. Macht es auf keinen Fall. Hinter uns sind relativ viele Bäume. Ich bin halbwegs geschützt. Das ist nicht optimal, aber besser als nichts. So eine Ecke ist immer gut. Ja, hier kriegt er von zwei Seiten, seid ihr sehr gut gedeckt. Das kann euch ja quasi... jetzt, so sieht man mich eigentlich wirklich relativ schlecht. Nur von der Seite aus kann man mich erkennen. Ich schaue, ich spotte runter. Ich sehe keine Gegner. Ich weiß potenziell, wissen Gegner, dass ich da bin. Und obwohl ich genau in die Richtung schaue. Schule ist immer Action, ne? Ist klar. Also an der Stelle ist normalerweise immer die Hölle los. Ich stehe voll auf dem Offenen. Das dürfst du nicht machen. Aber sieht so aus, als würde ich keine spawnen. Ich verliere die Lust, schnapp die SMG, mit der SMG lauft ihr schneller, nehmt die SMG, wenn ihr lauft, wenn ihr rennt. Rennt zu meinem Moped. Schau nochmal nach hinten, vielleicht ist noch einer aufgetaucht. Sieht nicht so aus, ne? Weiter geht's. SMG raus. Und dann los zum Moped. Wie gesagt, die Ding ist geil, also die... Die Ducati ist echt hardcore. Wieder, seht wieder, ich roll. Lieber weit rollen. Da vorne ist Action, ich hör's. Rechts von mir ballert einer drauf, der schießt fünfmal daneben. Ich weiß, von dem geht keine Gefahr aus, wenn der weiter so trifft. Ich sehe ihn allerdings nicht. Jetzt sehe ich ihn. Erledigt. Also wenn einer so schießt, dann könnt ihr euch mit ihm anlegen. Dann wisst ihr eigentlich, ich habe eine Chance, ne? Dann wisst ihr, es ist ein Bot letzten Endes. Oder ein richtig schlechter Spieler. Oder ein Spieler, der sich als Bot ausgibt. Das gibt's auch. Weiter geht's. Einmal quer über die offene Fläche. Das würde ich zu Fuß fast nicht zu überleben. Mit dem Motorrad kein Stress. Wenn ihr darüber laufen wollt, ist es hart. Ich weiß, ich muss über die Brücke. Ich weiß, ich muss gegen den Baum fahren. Weiter geht's. Rüber über die Brücke. Hier hat er angefangen, auf mich zu ballern. Ich weiß aber nicht, wer das war. Der Typ, der ist ultra abgegangen. Was hat der? Eine VSS? Und eine Org. Eine VSS und eine Org ist auch eine Kombi, ja? Und da hat vorhin auch einer, hat einer auf mich geschossen. Das war echt crazy. Irgendwo hier hat einer auf mich geschossen, das war crazy. Lass mich nochmal zurück. Ich will wissen, wer da auf mich geschossen hat. Das war weiter vorne, glaube ich. Da war ich mir ziemlich sicher, dass er irgendwie einen Cheat anhat oder irgendwas. Weil der hat wirklich... an mein Ohrläppchen vorbeigeschossen. Der Baum.
Bleibt einfach drauf sitzen, völlig egal. Das Moped, solange... Also ihr könnt euch nur in die Richtung überschlagen, nicht seitlich. Also selbst wenn er irgendwie so aufkommt, stellt sich's wieder recht, senkrecht. Das bedeutet... Das, ach nee, das war der VSS-Typ. Nee, das war der VSS-Typ. Ich war sehr nah dran. Okay, alles klar. War also nichts gecheatet. Okay, ist mir nämlich so vorgekommen. Kommt, glaube ich, dann später die Situation, wo einer richtig abgeht. Könnte es sein, dass das der Typ da war. Ihr seht, ich mache mein Ding wieder aus. Mein Motor. Ja, es kommt erst später. Ich schau. Riskant natürlich. Die Häuser sind ultra riskant. Das Risiko ist groß, insbesondere wenn die in der Zone sind, dass da einer drin hat. Später kommt eine Szene, da echt schießt einer an meinen Ohren vorbei. Das war eine wahre Freude. Es sind immer noch ein paar Bots im Server. Ich weiß, dass an der Brücke, wo ich gerade rüber gefahren wird, dass da auf jeden Fall noch einer vorbeikommt. Und mit dem gebe ich mir nachher so ein schönes Gemetzel. Da ist die Brücke. Und wie gesagt, über die Brücke müssen alle, es sei denn du läufst. Es sei denn du schwimmst, ne? Aber alle, die irgendwie mit Auto unterwegs sind. Eingesehen. Bot. Da war noch einer, der hat auf einen geschossen. Wenn ein Bot auf irgendjemanden schießt, dann weiß es noch einer da, ne? Du weißt dann nicht, ob es ein Bot ist. Ja, da ist er. Und du weißt, es ist ein Bot, weil er schießt scheiße. Okay. Fast so scheiße wie ich. Jetzt seht ihr, es kommt einer. Ah ne, von links, den sehe ich nicht. Ne, habe ich nicht gesehen. Flughubschrauber. Es dauert immer noch ein bisschen, bis der Typ über die Brücke fährt. Irgendeiner bohrt bei mir gerade draußen irgendwas zusammen. Da kommt da die Nummer 10. Nee, stimmt nicht, die Nummer 20 ist es. Einmal getroffen. Boah, der hatte ja fast nichts mehr. Hey, shit. Hätte ich noch ein bisschen länger draufhalten müssen. Boah, um ein Haar hätte ich ihn gehabt, ey. Schade Marmelade. Res ist frustriert. Weiter geht's. Da kommt der Fallschirm-Dude runter. Witzigerweise so weit außerhalb, mich sehen gar nicht mehr. Ist nicht mehr in der Recorded Area. Dieser Rever-Dudududud ist, glaube ich, recht gut. Es kann sein, dass der das ist. Habt ihr das gesehen? Der hat mir ein paar Mal richtig gut eingeschenkt. Warte mal, das würde ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Ich gehe nochmal zurück. Wer ist es, der da auf mich schießt? Ich glaube, es heißt dieser Reverse-Typ. Ja, ja, der war's. Mit der SKS. Boah, der hat mich ultra getroffen, ey. Da würde ich ja echt gern mal wissen, ob der einen Cheat anhatte. Ich kann noch mal kurz zurückgehen. Der hat auch ein Motorrad. Ach, das war der Typ, auf den ich losgegangen bin. Ja gut, ich war auch... Oh, riskante Nummer. Ay, sorry, aber den muss ich eigentlich fast... Seht ihr das? Der trifft mich nur nicht. Der trifft mich nur nicht, weil ich so weit weg bin und die Kugelflugdistanz, wenn du dann die Bewegung änderst, dann kann selbst ein Aimbot nicht mehr treffen, weil der Aimbot ja nicht in die Zukunft schauen kann. Ja? Also, wenn ihr euch geradlinig bewegt, dann wird euch der Aimbot treffen. Wenn ihr aber weit weg seid, die Kugelfluggeschwindigkeit ausreichend langsam ist und ihr dann ein bisschen wiggelt, dann kann er euch nicht treffen. Wenn ihr nah dran seid, habt ihr keine Chance. Ist einfach so, ja. Oder die Kugelfluggeschwindigkeit sehr hoch ist. Aber der Typ Reverse 86, den muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
Aber das machen wir nachher. Jetzt schauen wir erstmal mir selbst wieder zu. Da fahre ich wieder weiter in die Zone. Ich roll wieder rum. Bleibt außerhalb der Zone. Easy peasy. Also am Zonenrand irgendwo bleiben. Am besten hoch am Zonenrand ist immer das Beste. Ich habe gerade auch ein bisschen Dusel. Es ist kein Gegner weit und breit. Und ihr seht, ich lasse das Moped die meiste Zeit aus. Ist ein perfekter Spot, ja. Genau am Zonenrand, High Ground. Mein Moped rutscht runter, das ist ein bisschen blöd. Sowas ist ultra scary. Wenn er dieses Geräusch hört vom Motorrad, wie das da runterrutscht, dann denkt er, es rollt einer zu euch hin. Das ist aber in Wirklichkeit euer eigenes Motorrad. Fucking scary. So, okay. Rest zockt. Chillt hier. Es sind auch keine mehr da, oder? Ja, nee, sieht easy peasy aus. Ja, da kann man da schön den Zonenrand abcampen. Hier vorne ist Action. Es sind, glaube ich, auch mittlerweile fast keine Bots mehr am Start. Also es ist, glaube ich, der Server ist wirklich jetzt von Bots gesäubert, keine Bots mehr. Die Zonen springen echt ein bisschen. Seht ihr das? Okay, Zone mitten Georgopol. Ich chill, ich hau mir mal, glaube ich, da noch eine Medi rein. Und ich weiß, jetzt muss ich rein. Ich weiß, jetzt muss ich rein. Ich fahre erstmal gegen einen Baum. Warum auch nicht? Und dann über die Brücke. Hier steht noch einer. Wo ist der? Den habe ich nicht mitgekriegt. Beim Spielen habe ich das gar nicht gecheckt, dass da noch einer ist. Der schwimmt. Ah, das ist ein Bot. Seht ihr das? Sowas machen nur Bots. Da schießt einer auf mich. Aber das ist nicht unser Cheater-Dude, glaube ich. Und ich weiß, ich muss irgendwo rein. Ihr seht es, wo ich angemarkert habe. Ich will... Da ist noch einer. Das ist auch ein Bot gewesen, oder? Das merkst du, das ist ein Bot, ja. Merkst du, das ist ein Bot. Ich spring runter. Pixel Barry. Ultra Beginner. Okay, da geht's. Dreimal habe ich den treffen müssen, weil ich ihn einfach scheiße getroffen habe. Und dann schaue ich nochmal hier. Da vorne ist, glaube ich, der andere Typ mit dem Fallschirm gelandet. Er ist relativ weit außerhalb. Ich habe zweimal über ihn drüber gescoped und habe ihn nicht gesehen. So be it. Okay, Res. Kommt da noch einer mit dem Auto? Der XAT100. Übrigens, wenn einer Auto fährt, ganz klar, ne? Kein Bot. Also Bots fahren keine Autos. Nichts getroffen. Aber zumindest hat es dafür gesorgt, dass er ihn nicht bei mir angehalten hat. Das ist auch wichtig. Schießt auf die Autos. Damit sorgt ihr dafür, dass die nicht zu euch ranfahren. Also ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass die nicht zu euch kommen. Und dann ist es immer ganz gut, so eine einfach mal drauf zu rotzen. Ragnik. Schallgedämpfte. Was hat denn der alles? Hat eine schallgedämpfte... Oh, was mache ich denn? Schallgedämpfte... Der sieht mich nicht... Ah doch, der hätte mich doch sehen müssen, wie ich da am Fenster stehe. Und dann war's es, ne? Schön weggemetz-schnetzelt mit der... MP. Er hat's nicht gesehen. Er hat's echt nicht gesehen, dass ich da am Fenster stand. Hätte er eigentlich sehen müssen, ne? Ich habe nämlich Tapsen hören. Hört das? Tapsen? Ich kann ziemlich genau pinpointen. Und weg damit. Okay. Noch ein bisschen looten. Ist übrigens ultra riskant. Aber ich habe eine Schallgedämpfte, ich habe mit einer schallgedämpften Knarre erwischt, deswegen bin ich erstmal davon ausgegangen, dass keiner direkt mitgekriegt hat,
dass ich mir den vorknöpf. The Wild Lion hat sich geheilt hier an der Ecke. Shit, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, Zone springt gleich wieder. Ich chill hier im Haus. Am Rand von der Zone im Haus. Das ist eigentlich super, ne? Ich habe hier ein Monster-Motorrad stehen. Ich kann super schnell in jeder Ecke von der Zone rein pushen. Und es ist sowieso ultra unübersichtlich. Also ganz am Schluss, wenn du so eine Zone hast, dann kannst du mit dem Auto noch was reißen oder mit dem Motorrad. Motorrad ist in der Hinsicht besser. Weil du fährst schnell zu einem Haus hin und hüpfst rein. Und dann kriegen die dich erstmal nicht mehr. Es sei denn, du fährst zu einem Haus, wo einer schon drin ist. Ne? Dann schwierig. Aber die Chancen, dass die letzten 9 Stück... Also ja, es sind halt viele Häuser. Wahrscheinlichkeiten sind gering, dass du ausgerechnet ein Haus erwischt. In der Phase jetzt, wo schon einer drin hockt. Es gibt Phasen, da ist die letzte Zone auf der freien Fläche. Dann sieht es natürlich anders aus. Da wäre es gefährlich. Da fährt noch einer mit dem Dings. Ich chill weiter. Einer fährt mit dem UAZ hin. Ich finde es eigentlich sogar ganz gut hier, diese Videos sich so mal anzuschauen, mal aus der Vogelperspektive, weil man dann einfach versteht, was machen denn die anderen. Und es ist dann mehr so 3D-Schach und hat eigentlich gar nichts so richtig mit PUBG zu tun. Seht ihr, ich fahre jetzt mit Vollgas rüber, weil ich weiß, ich muss in die Zone und ich will aber in einem Haus sein in der Zone. Sau dumm. Da bin ich nicht durchgefahren. Ich wollte eigentlich da durchkommen, aber das ging nicht. Und drin im Haus. Das ist natürlich ultra riskant, ja. Wenn im Haus einer ist, bist du geliefert. Wenn einer mit der DBS auf der Toilette sitzt, dann schwierig. Aber es ist keiner im Haus. Ich hatte also Dusel. Letzte Zone. Der XAT100 chillt noch. Der andere Typ wurde mittlerweile weggemacht. Warte mal, da war doch noch einer. Was ist mit dem passiert da hinten? Ach, der ist rüber gepusht, ne? Ja, der Wildline, genau. Der ist rüber gepusht Richtung, Richtung Hallen, genau. Vorne geht's ab. Da war ich mir eigentlich auch nicht ganz sicher, ob da nicht einer von den Typen ist, rumcheatet. Da geht's ab. Der Typ da, der Reverse 86. Hä, wie ist denn der gestorben? Wie ist denn der Typ gestorben? Nee, oder? Wirklich? Ach komm. Was macht denn der? Ach, sucht sein Moped. Weil das war der Cheater-Guy, ne? Seht, die Zone geht kleiner. Wir schauen gleich wieder mir zu. Ich will nur mal wissen, wie der Cheater draufgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es ein Cheater ist, aber er hat auf jeden Fall ultra gut getroffen mit der SLR-Point. Oh mein Gott. Dieser Screw-Hode, der war auch... Der hat auch... Habt ihr das gesehen? Das waren ja nur 3 Schuss. Lass mal kurz den auch nochmal anschauen. Weil es ist wirklich möglich, dass da 2 Cheater im Server waren. Der Screwhode hat nämlich auch ein paar richtig crazy Kills gemacht. Also, Wallhack hat er schon mal nicht. Das ist verdächtig. Ja, wobei, nee, ist es nicht. Er hat einfach nur in die Richtung geschaut. Es macht Sinn, in die Richtung zu schauen. Wenn er liegt, dann ist es valide, dass das saugut trifft mit dem Ding. Wenn er steht, unmöglich. Dann muss ein Aimbot im Spiel sein. Fucking impossible. Der war doch gestanden, oder? Warte mal ganz kurz. Der war doch gestanden! Wie kann der denn im Stehen den Typen so treffen? Seht ihr das? Also ich habe ein Video gemacht, ne? Der Skuho, der hat auch was an. Also im Liegen kannst du mit der MG2, mit der 249 gut treffen. Aber das, was der da gemacht hat, wie viele Schuss hat er abgefeuert? Lass mich das nochmal in Slow Motion schauen. Weil das ist natürlich bitter, ne? Wenn du mit so jemandem im Server bist. Wenn ihr zwei, da war jetzt schon 2, die verdächtig gut gespielt haben, gerade da. Aber nochmal zurück. Ich will das langsamer sehen. Also er steht. Oder er ist gekniet. Da ist sie noch ziemlich ungenau.
Da kommt er, heilt sich hoch. Kriegt ordentlich von der Zone. Jetzt kommt er. Jetzt zählen wir mal die Schüsse, wie viel er gebraucht hat. Ich glaube, 3 brauchst du, bis er umfällt. Wie viel hat er? Ah, vielleicht hatte der auch einfach nur noch wenig Power, weil er da in der Zone rumgeballert ist. Wie viel hatte denn der noch, unser Buddy? Ja, der war schon ziemlich tot, deswegen. Ja, nee, alles klar, der war schon ziemlich tot. Aber ich will mal wissen, wie viele Schuss der getroffen hat. Also, er hat wahrscheinlich nur einen Schuss gebraucht. Der erste hat ihn schon getroffen. Naja, gut, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Hat der noch weitere Kills gemacht, der Typ? Egal, wir schauen mal wieder uns zu. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Ich mache natürlich das, was ich am besten kann. Ich chill irgendwo. Ich chill einfach nur hier. Ich weiß, von hier ist ultra bebaut. Viele Häuser. Ich will wissen, ob da noch einer drin hockt. Und wenn ja, will ich den platt machen. Unser komischer Screwhode hockt da mit der MG. Und der Go-Ride chillt da drin. Also alle sind momentan... Wobei, die haben es natürlich schwerer. Die müssen auf den Berg hochpushen, wohingegen wir es noch einigermaßen bebaut haben. Ist schon eigentlich besser. Wir schauen mal, wie die Nummer weitergehen. Ich ziehe mir die Dings rein. Ne, das bin gar nicht ich. Einen Moment. Ich schaue aus dem Fenster, na klar. Aus dem Fenster gucken. Einfach mal ein bisschen mit der schallgedämpften MP5 aus dem Fenster gucken. Die ist übrigens super. Anderes Video habe ich dazu gemacht. Da seht ihr, wieso die MP5 so gut ist. Und der Chat 100 rennt los. Ich habe ihn, glaube ich, auch gesehen. Da hinten gibt es irgendwo Action. Was geht denn ab? Hat da einer C4 Hat der Typ sich selbst C4'd oder was? Hat er sich wirklich selbst C4'd? Der andere Typ kriecht hier raus. Ich habe die mit der schallgedämpften SMG das Fenster zerschossen. Und der Chat sneakt sich von der Seite rein. Was übrigens ultra riskant ist. Verstehe nicht, wieso er das gemacht hat. Kommt er da wieder hoch überhaupt? Weil da runter zu gehen ist natürlich gefährlich. Du kommst unter Umständen nicht wieder hoch und dann killt dich die Zone. Vor allem, die killen sie mit. Ja, das habe ich doch gesagt, oder? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich habe die Zeit gut genutzt, bin da hochgesneakt. Ich wusste zwar, dass der Typ da drüben ist, aber ich habe ihn in Ruhe gelassen, bin hochgesneakt und habe mich da auf die Lauer gelegt. Go Ride und Wild Lion metzeln sich gegenseitig. Screwhode macht wieder das, was er am besten kann. Er rotzt drauf mit der MG. Rest chillt auf dem Berg. Und die anderen beiden diskutieren miteinander. Schauen wir mal, wie die Nummer ausgeht. Screwhode ist da unten. Ich bin fast in der Zone, nicht ganz. Wild Lion macht irgendwas völlig Verrücktes. Warum? Was macht Wild Lion? Warum rennt er außerhalb der Zone rum? Screwhode. Scrudhode schmeißt Granaten, rennt wild rum. Wild Lion denkt sich, ich muss in die Zone. Nicht weiter überraschend, habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann geht's los. Und Rez macht dann mal beide platt. Jetzt schauen wir uns das nochmal ganz kurz aus der Vogelperspektive an. Weil, das war ja eigentlich schlau, ne? Der Typ war quasi neben mir. Skuha, der hat ja auch ziemlich gutes Zeug. Ich chill. Spielt defensiv, ganz wichtig. Legt euch in irgendwelche Versenkungen rein. Skuha, du weißt, da oben ist was. Er will nicht hoch pushen. Er schmeißt eine Granate. Einfach ins Blaue rein. Er wusste nicht, wo ich bin. Naja, der hat es den Berg runtergeworfen. Okay. Warum hat er es den Berg runtergeworfen? Verstehe ich nicht. So, jetzt sind wir beide alle reingepusht.
Die zwei sehen sich als erstes. Warum sehen die sich als erstes? Weil sie stehen. Ja. Sie stehen halt. Dann ballern sie es aufeinander. Und Rester, ich glaube, zu jetzt. Ende Gelände. Nochmal kurz aus der Ego-Perspektive schauen. Machen sie mal ein bisschen langsamer. Ich stehe auf, ich sehe, dass da einer ist. Mich interessiert er aber nicht, weil ich will, dass der Gilly-Typ zuerst platt ist. Der rechts interessiert mich nicht. Ich weiß, dass er da ist. Wir knallen ihm eine rein. Ich weiß, der steht direkt neben mir. Der schießt noch länger. Ich dachte, noch weiter auf ihn geschossen als ich. Der hat, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass ich ihn platt gemacht habe. Komm, wir schauen uns jetzt nochmal an. War witzig. Noch ein bisschen weiter vor. Die haben sich so voll in der Zange. Und ich wollte, wie gesagt, voll Skurode. Ich habe gecheckt, da ist er. Hat mich nicht interessiert. Ich wollte, wie gesagt, unbedingt den Gilly-Typen. Vor allem, weil ich auch schon davon ausgegangen bin zu dem Zeitpunkt, dass der... Ja, und dann waren sie beide weg. Mir ist wohlgemerkt mit einem Magazin. Nice! Cooles Spiel. War nicht schlecht. Falls euch sowas Spaß macht, öfter mal so technische Analysen auch von so einem Match euch anschaut, dann haut auf den Like und den Subscribe-Button. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.